Servus Leute und herzlich willkommen zu, ja, endlich gibt's mal wieder FIFA 15 hier auf dem Kanal. Einige haben ja die Karriere mit Wolfsburg, wie ich mitbekommen habe, ziemlich gefeiert auch, ich ja auch. Aber das dann, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, dass wir das eigentlich nicht mehr, dass wir das nicht weitergemacht haben. Müsste ich mal nachgucken. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Entweder hat es mir keinen Spaß mehr gemacht oder ich habe es einfach aufgehört. Ich weiß es gar nicht warum. Auf jeden Fall habe ich ziemlich Bock auf FIFA derzeit, aber ja, Online-Spielen macht mir ziemlich zu schaffen. Erstens natürlich wegen den Gegnern und zweitens viel mehr ist das Problem mit den EA-Servern. Und seitdem ich spiele hauptsächlich Ultimate Team, für die, die es interessiert. Und ja, der eine oder andere, der sich damit auskennt, weiß, dass im Moment die Server seit dem Preis-Ranges, sag ich jetzt mal, also seit dem Preis-Eingliederung, Zeug, Scheiß, Dingens, ist der EA-Server, zumindest auf der Xbox kann ich es bestätigen, ziemlich am Arsch, also die Ultimate Team-Servern. Ich will ja nicht wieder die Moralapostel, dass die mich wieder hier hauen. Auf jeden Fall leckt das halt wie Schwein, du kannst fast keinen Spieler kaufen, wenn du Packs ziehst, sind die alle ewig im Verein, also nicht im Verein, also die sind halt alle so, schweben zwischen Verein und Transfermarkt und dann irgendwann, wenn du mal dreimal reconnectest, hast du die irgendwann und das ist einfach so eine Last und dann kommst du endlich mal in ein Spiel rein, weil du kannst ja kein Team kaufen, weil ja, es sind ja generell, du kriegst ja deine alten Teams nicht mehr weg wegen den Ranges. Also ich finde das ein bisschen schwachsinnig, dass die einen Mindestpreis reingemacht haben, weil du kriegst ja keinen Spieler mehr los. Sonst hast du gesagt, komm, dann scheiß drauf, stell ich den 5k billiger rein und weg ist er. Aber das geht halt nicht mehr und das ist halt schon belastend. Ah naja, gut, was wollte ich jetzt hier gerade gucken? Ich habe gerade ein bisschen verwundert hier geguckt, warum der nur 74 hat, mal gucken, wer da oben steht. Ich bin jetzt gerade reingejoint, hab gedacht, komm, nee, wir machen nicht weiter da, wo wir waren. Das ist jetzt auch dumm, wir fangen jetzt nochmal neu an. Das war eh ein bisschen blöd und das sollte man schon, das kennen wir ja alles hier. Das ist ja, man sollte das schon mit von Anfang aufbauen, weil das bringt jetzt auch nichts mehr. Da weiß ich ja nicht mehr, wie die Saison verlaufen ist. Und ich gucke mir natürlich nicht meine eigenen Videos jetzt die ganze Zeit an, bis ich da wieder eine Ahnung habe. Und für euch ist das ja auch doof. Deswegen. FIFA wird die Woche wahrscheinlich öfters kommen, weil die Folge habe ich dann wahrscheinlich letzte Woche schon vorproduziert, denn die Woche, wo das Video hier kommt, ich hoffe, dass YouTube klappt, dass YouTube das hinbekommt, dass es klappt dann mit dem Freischalten der Videos, weil ich habe letzte Woche dann praktisch wieder eins hochgeladen, also dass ich derzeit jetzt schon aufgenommen habe. Ich glaube, das ist immer noch nicht online. Ich kann es mir zwar angucken, es ist auch auf Full HD und 60 FPS gerendert und aufgearbeitet, also verarbeitet, aber YouTube sagt, es ist noch nicht verarbeitet, also gibt's mir nicht, die geben mein Video einfach nicht frei. Ich hoffe, das ist bis dahin dann online, wenn nicht, fehlt halt was, aber ich kann es nicht ändern, also, ja, es ist halt einfach mal so. Das ist passiert anderen YouTubern auch, dafür kann ich leider nichts, ich kann nicht mehr machen, als die Videos hochladen und was YouTube daraus macht, ist dann, ja, da kann ich nicht viel dafür. So, dann hier, Benfica verpflichtet Julio César für 19 Millionen. Real Madrid gewinnt Rennen um Toni Kroos. Ja, das ist ja cool. Also das ist, haben die das echt so geupdatet? Das wäre ja geil. Gyrano Kerk, kenne ich nicht. Stars Isoko verkauft, gut. Chelsea gewinnt Rennen um Diego Costa. Also, ich sage ja ehrlich mal, ich bin nicht so der Wolfsburg-Profi, also nicht sagen, du kennst überhaupt nicht aus, was machst du hier? Die einen wissen es ja, dass ich hauptsächlich Bayern-Fan bin und mich jetzt nicht so um jede Mannschaft kümmere, was da passiert intern. Auch um Bayern nicht, also ich bin nicht so, dass ich den ganzen Tag vorm Fernsehen sitze oder Nachrichten lese, was hier passiert ist. Ich supporte den Verein, aber bin jetzt nicht, dass ich da nichts anderes zu tun habe wie manche, ist ja ganz klar. Das kostet auch ziemlich viel Zeit und vor allem muss man das ja auch alles erstmal verkraften, wollte ich jetzt schon sagen, unterbringen. So, globales Netzwerk, Patrick Herrmann, Cutlets, keine Ahnung, wie man den ausspricht, Eigner, Aubameyang, Shahin, der ist ja auch, ja, weiß ich nicht. Wir gucken erstmal hier in den Management, ach, Olch ist das, Malanda ist auch noch da. Hä, ich hab die doch aktuell, ja, der hat gesagt, das sind keine aktuellen Dinger da, naja, komm. Da kann ich da nichts machen. Haben die Martinez gekauft?
Hä? Ist voll an mir vorbeigegangen, ernsthaft? Ich schüttle da? Nee. Hä? Was ist denn hier los? Okay, ich muss mich mal informieren danach. Nach dem Video. Was ist hier los? Hä? So, Freunde, wir sind zurück. Jetzt müsste hoffentlich alles so sein, wie es sein sollte. Jawohl. Das gefällt mir schon mit dem 84er. De Bruyne im Team. Der rasiert er weg, die Leute. Das ist unglaublich. Der hat's drauf, glaube ich, in seinem Fußball in den Kopf. Der hat nur einen Fußball im Kopf, kein Gehirn. Der Typ ist brutal. So, und weiter geht's. Ist das passiert? Ich glaube nicht. Ja, ich simuliere jetzt einfach mal ein bisschen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich kaufen soll. Könnt ihr mir dann in der nächsten Folge Bescheid sagen? Ja, den ganzen Rotz kennen wir doch. So, ich würde einfach sagen, meine Freunde, wir sehen uns beim ersten Spiel. So, Freunde, wir sind beim ersten Spiel angelangt. Gegen Evian, kennt keinen Mensch, Alter. What the fuck, habe ich noch nie gesehen, die Mannschaft. Ohne Mist jetzt. Was? Kann ich Sie was fragen? Na klar. Hallo Chef, ich hoffe, es rotiert. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Ich habe gerade erst angefangen. Ich rotiere überhaupt nichts. Ich rotiere höchstens. Nee, sag jetzt nichts. Alter. Das können wir hier nicht so lassen. Das geht nicht. Das bleibt vorne mal drin, auf jeden Fall. Bräune, das passt. Aber ich will nicht Klose und Knoche, Alter. Guck mal, wie langsam. Boah, Klose, Alter. Klose geht gar nicht klar. Ach, guck mal, wen wir da haben. Dann kennen wir doch. Jürgen Drews. Aber wenn der jetzt echt heißt, der heißt nicht Jürgen, ne? Wo sieht man das überhaupt? Ist mir egal. Nein, das habe ich getan. Ich hab's zurückgesetzt. Ich Vollidiot. Nenn mich einfach Profi. Hund. Auf Verletzungen gehe ich jetzt nicht unbedingt ein. Aber auf Transfers möchte ich schon eingehen. Jetzt haben wir das auch. Jetzt ist ja kein Malander mehr da. Und kein... Wie heißt er denn? Ibiza. Olic. Heißt Ibiza, du Vollidiot. Oh Mann. Lass mal so. Lass mal einfach so. Möchte ich so speichern, mein Freund. Die Folge wird jetzt etwas länger, aber ich werde die ein bisschen cutten. Und ja. Ich werde sie natürlich so cutten, dass keiner was versteht. Aber... Die, die sich mit FIFA auskennen, wissen Bescheid. Oh, die Grafik ist so geil. Ich möchte eigentlich mit dem Trikot spielen, aber wir spielen natürlich im Heimtrikot. Und ihr spielt anders. So. Gutes Spiel wünsche ich euch. Da kommt er mir ein bisschen bekannt vor, aber nicht weiter, ey. Und schreibt mal in die Kommentare, ist die Grafik im Karrieremodus bzw. offline und halt in normalen Online-Spielen besser als Ultimate Team schon, ne? Ist so. Ich bin doch nicht der Einzige, der das sieht, oder? Klar gibt's welche, denen juckt das überhaupt nicht, denen fällt das nicht auf. Aber ich sage euch... Durst! Nein, dass mir das schon auffällt. Das sieht bedeutend geiler aus. Wo willst du denn hin, Nielsen? Ihr habt doch eh nichts drauf, hoffe ich. Ihr könnt mir doch im Testspiel nicht so einen guten Gegner geben. Wir werden natürlich nur ein Spiel machen jetzt hier. Ah! Jawoll! Jetzt zieh durch. Muss meinem Kollegen mal fragen, wie man den jetzt richtig ausspricht. Weil ich kann den immer nie mit Namen nennen, sonst... Ist ja sonst scheiße. Oh nein, ich bin schon wieder drauf gerannt. Ganz schlecht. Okay. Oh Gott. Ricardo, mach was. Ricardo! Ricardo! Oh, Ricardo. Und... Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, nein. Alter, was hat denn der für ein Dribbling? Gar keins. Oh. Und auf geht's. Los, Kevin. Zieh durch, Kevin. Einfach mal schießen. Und den hält er gerade noch. Naldo. Gelb. Jetzt sind sie aber auch immer weg. Das gibt's gar nicht. Der rasiert die weg wie seine Glatze. Gibt zwar keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, oh Gott, er zieht durch. Der Joshua.
Und den Ball zurückziehen und flanken. Okay, das war dann ein bisschen zu viel. Und Virinha, jawohl, den haben wir. Und der Bräune und Dost. Oh. Ob ich da jetzt gerade geschossen habe, möchte ich auch gern wissen. Ich wollte, glaube ich, wieder den Haken machen und habe ihn nicht gemacht. Blandi, oh, 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 oh. Benaglio, ganz sicher ins Ausgeworfen. Ganz sicher ins Ausgeworfen. Cone kommt mir bekannt vor. Oder Kone. Das kommt immer drauf an. Wahrscheinlich Kone. Kone kommt mir bekannt vor, genau. Kone. Nicht Cone. Aber Cone gibt es, denke ich, auch jemanden. Gibt es ja eigentlich alle. So, Bass, lauf! Und. Jawoll! Da packen wir auch mal den Ronaldo-Jubel aus. Ganz gerne und ganz klassisch. Ganz sicher ein Schuss, ein Tor. Das andere stelle ich jetzt nicht als Schuss, also ihr braucht gar nicht meckern. Ein Torschuss, sage ich mal. Ein Tor. Alter. Okay. Und zack, zack. So, Caligiuri. Zack, zack. Kevin. Lauf. Und zieh mal ab mit links. Außenpfosten. Halbzeit. 1:0, das war wichtig. Ich drücke immer die Ergebnisse vor, egal. Aber das pusht uns. Das pusht uns richtig gut. Wir gehen jetzt auch mal auf Konter. So. Zack. Und vor. Oh! Schiri. Kone. Ja, Schiri, komm! Sowas wird wieder gepfiffen, ne, du Geier. Aber der wird nicht gefährlich. Hoffe ich. Nee, 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 da ist Naldo. Der Glatzkopf, der macht es. Ach, ihr spielt euch doch selber ins Aus, Mann. Wenn es so weitergeht. Na, Alter. Oh, der ist verrückt. Und eine flache Flanke. Nein, 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 der ging nicht durch. Ich wollte ihn eigentlich noch einen Mann weiter hinten durchschieben. Zu Dost. Nein, lass ihn nicht laufen. Daraus kann er von mir aus erstmal laufen. Da habe ich einen guten Blick. Oha! Alter, ist er schnell! Alter! Okay, das war gut. Alter, warum sind die so schnell? Oha! Nein! Nein! Oh. Eckball. Okay, da wurde einer ausgewechselt. Das finden die Fans nicht so geil. Nielsen, den kenne ich auch noch irgendwo her. Benaglio, wunderbar. Wir wechseln dann auch gleich mal durch. Aber erst muss hier noch was machen. Was muss hier noch was passieren? So, und jetzt mal vielleicht den Konter jetzt. Aber das kriegen wir nicht mehr hin, oder? Oh! Nochmal zurück. Virinha. Und jetzt Ausriss und... Oh. Hat er auch noch sicher, der Lümmel. 76. Zeit für eine kleine Auswechslung, würde ich sagen. Und wir gucken mal, dass wir hier mal ein bisschen rotieren. Alter, die haben aber gute Ausdauer noch. Hier, der kommt mal raus. Alter, wie spricht man denn jetzt aus? Keine Ahnung. Ich merke es mir. Ich weiß einfach nicht. Das kannst du vergessen. Da kommt jetzt einfach mal der gute Arnold rein. Und für außen kommt noch der gute Perisic. Und das lassen wir dann erstmal so. Alter, was macht ihr da? Los, pass. Und lauf, 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 lauf. Gib, komm. Oh, fast. Oh Gott, war das schlecht. Was wollte ich jetzt hier machen? Nein. Oh Gott, Benaglio. Oh, puh. Gott sei Dank ging der auf den Mann. Sonst hätte ich nicht gewusst, was ich hätte machen sollen. Alter, Bastos, der kann überhaupt nicht dribbeln.
denke ich, 60 Dribbling oder so. Und da haben wir es über die Zeit gebracht. 1:0, das erste Spiel. Naja, für ein Testspiel würde ich mal sagen, ganz okay. Hauptsache, das Ego ein bisschen gepusht, würde ich sagen. Passt. Schüsse. Ja. Ja. Ballbesitz hatten die natürlich mehr, das ist mir ja klar. Aber im Großen und Ganzen ist das okay. Jo, Mainz 2:0. Augsburg verloren. Und Hannover hat, denke ich, gewonnen, oder? 1:0, ich weiß gar nicht. Ja gut, Freunde, das soll es dann erstmal gewesen sein bis daher. Das Problem ist nur, ich kann jetzt nicht natürlich warten. Ich kann schlecht warten, bis ihr mir was in die Kommentare schreibt. Weil ich muss ja vorproduzieren. Pass auf. Ich mache jetzt einfach mal so gut, wie es geht, weiter. Ich schätze ja, wir brauchen jetzt auch nicht erstmal mehr. Guck mal. Ich meine, wen brauchen wir denn? Ich versuche vielleicht irgendwie noch einen Verteidiger ranzuangeln. Ansonsten, guck mal, sind wir echt gut bedient. Wen brauchen wir denn weiter schon? Gut, vielleicht noch ein Rechtsverteidiger. Man spielt... What the fuck, was macht der da hinten? Hehehe. Okay. Wir haben ein Angebot von, für Schäfer bekommen. Glaube ich. Ich überlege, ob wir da jemanden gehen lassen. Ich gucke auf jeden Fall mal rum, was ich so bekommen könnte. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bleibt cool. Was auch immer das jetzt heißen soll. Und tschüss.